Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir behandeln ja heute in einer verbundenen Aussprache gleich mehrere Anträge. Zum einen wirklich einen sehr wichtigen Antrag der SPD-Landtagsfraktion betreffend Rassismus, Antisemitismus und Extremismus vorbeugen und auf der anderen Seite eben den von Herrn Becker vorgestellten Antrag der AfD. Ich sage Ihnen offen, keine einfache Aussprache in diesem Zusammenhang, das zu verbinden, aber wir werden entsprechend da auch ganz klar Stellung beziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und es sind ja auch einige Zuhörer heute zugegen, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen erleben wir doch in Deutschland Großartiges. Großartiges aber auch eben im Saarland. Und sehr geehrter Herr Dörr, da muss ich Ihnen von Seiten der CDU-Landtagsfraktion ganz, ganz deutlich widersprechen. Die lange Zeit vielleicht schweigende Mehrheit, die ist jetzt lautstark geworden. Die kommen zusammen, nicht nur in Saarbrücken, sondern bundesweit Hunderttausende von Menschen, die eben für unsere Demokratie, für einen starken Rechtsstaat eintreten. Und das ist gut so, das ist richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eben auf diesen vielen Plätzen, an diesen vielen unterschiedlichen Örtlichkeiten bundesweit, kommen diese Menschen zusammen, um im Rahmen von friedlichen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Rassismus zu demonstrieren. Und ich gucke zum Kollegen A. rüber, weil er ja auch Mitveranstalter, Mitorganisator am vergangenen Samstag hier in Saarbrücken gewesen ist, im Rahmen der gemeinsamen Demo Bündnis Bund Stadt Braun. Über 100 Organisationen haben sich daran beteiligt und durch diesen breiten Aufruf haben wir es wirklich geschafft, dass über 10.000 Menschen hier in Saarbrücken auf dem Ludwigsplatz zusammengekommen sind und wir gemeinsam ein ganz starkes Zeichen eben für unsere Demokratie gesetzt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch offen, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen falsch dargestellt worden. Wir sind unheimlich stolz als CDU Saar, aber auch als CDU-Landtagsfraktion, dass wir mit vielen Parteifreundinnen und Parteifreunden, auch aus unseren Vereinigungen, sei es die Frauenunion, ich gucke zu Anja Wagner-Scheid, sei es die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die CDA mit unserem Vorsitzenden Marc Speicher, aber eben auch die Seniorenunion, die ganz aktiv vor Ort dabei gewesen sind und wir gemeinsam ein ganz starkes Zeichen gesetzt haben und uns wirklich an dieser Demonstration ganz aktiv beteiligt haben. Ich möchte mich bei allen Parteifreunden und Parteifreunden ganz herzlich bedanken für dieses deutliche Zeichen. Unser Motto, nicht nur am vergangenen Samstag, sondern dauerhaft lautet: I love Demokratie, wir lieben das Saarland und jeder Extremist ist Mist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will an dieser Stelle auch noch ein Lob wirklich loswerden. Ein Redner, der hat mir nämlich am vergangenen Samstag wirklich besonders gefallen, das muss ich sagen. Stephen Comey Borzi heißt er und er hat stellvertretend für das sogenannte Change Network e.V. Gesprochen. Den meisten von uns ist er ja bekannt, weil er auch hier im Landtag arbeitet, bei der SPD-Fraktion. Und er hat wirklich an uns alle nochmal mit ganz viel Herzblut daran appelliert, ein ganz klares Bekenntnis gegen Fremdenhass, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus eingefordert. Und diese Rede hat mich wirklich mitgenommen und ich sage danke an den Stephen Comey Borzi für diese klaren Worte. Ich will aber genauso ein herzliches Wort des Dankes an unseren Fraktionsvorsitzenden, an unseren Parteivorsitzenden Stefan Toscani richten, der wirklich sehr deutlich in einer ganz klaren, in einer lautstarken Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger, an unsere Mitbürger gerichtet hat und der dazu aufgerufen hat, für ein ganz klares Bekenntnis für die Demokratie, für die Menschenwürde, für eine offene Gesellschaft und der ganz klar gesagt hat, dass die CDU Saar in diesem Land sich gegen jede Art von Extremismus stellt und zwar in jeglicher Konsequenz sind wir gegen Rechtsextremismus, gegen Linksextremismus, gegen Antisemitismus, gegen gewaltbereiten Islamismus. Ich wiederhole noch einmal, jeder Extremist in diesem Land ist Mist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, sehr geehrter Herr Kollege Dörr, sage ich auch noch mal,
ganz klar und in sehr, sehr deutlichen Worten, dass wir uns ganz klar positionieren gegen diese völkischen Hirngespinste, muss man sagen, gegen diese kruden identitären Wahnvorstellungen der AfD, die aus Potsdam ausgesendet wurden. Da gibt es kein Vertun, ganz klare Position von unserer Seite. Wir lehnen diese völkischen Hirngespinste ab. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Kira, du bist darauf eingegangen, in den demokratischen Parteien, nicht nur hier im Landtag, im Bundestag, in allen anderen Landtagen, dass wir gemeinsam auf Kundgebungen zusammenkommen, in Saarbrücken, aber auch an anderen Orten und die AfD sozusagen stellen. Was meine ich damit? Ich meine es natürlich auch in der Sache stellen, in eine harte politische Auseinandersetzung gehen. Und wo tut man das am besten? Natürlich auch am heutigen Tag hier in der Herzkammer unserer Demokratie. Dort müssen wir in den harten parlamentarischen Austausch gehen. Und das tun wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will deswegen auch noch mal sagen, wir haben ja als Landtagsfraktion in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren wirklich sehr, sehr vielfach das Thema Migration auch mit eigenen Anträgen hier aufgegriffen und haben gemeinsam in zahlreichen und auch zeitlich sehr umfangreichen Grundsatzdebatten diese Thematik, diese Problematik gemeinsam besprochen. Unsere Position, die ist völlig klar, ich will sie aber auch nochmal vertonen. Unser Leitmotiv lautet im Bereich der Asylpolitik Humanität und Ordnung, das muss man gemeinsam denken, das sind die beiden Seiten der Medaille, die zusammengehören. Und ich habe in der Vergangenheit auch schon oft unseren ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck zitiert. Ich muss ihn erneut zitieren, weil ich sein Zitat einfach so unheimlich passend, so unheimlich zutreffend finde. Er hat ja im September 2015 auch schon da die richtigen Worte im Rahmen der ersten Migrationskrise gefunden. Und Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich den ehemaligen Bundespräsidenten, der gesagt hat: Unser Herz ist weit offen, doch unsere Möglichkeiten, die sind endlich. Und ich sage Ihnen das heute nochmal, wie wir es in der Vergangenheit als CDU-Landtagsfraktion gesagt haben, das bringt es auf den Punkt. Diese Einschätzung teilen wir als CDU-Landtagsfraktion zu 100%. Und das haben wir eben durch unsere eigenständigen Positionspapiere, die unter anderem meine Kollegin Anja Wagner-Scheidt mit dem Innenarbeitskreis federführend erarbeitet hat, die haben wir hier eingebracht. Und ich sage dann schon mit einem gewissen Bedauern an die SPD gerichtet, wir hätten uns gewünscht, dass damals Sie diesen Anträgen auch zugestimmt hätten. Sie waren damals richtig, Sie sind heute richtig. Und deswegen will ich auch nochmal überleiten, dass wir auch heute wirklich nochmal ganz klar betonen, dass wir eine grundsätzliche Neuausrichtung unserer Migrationspolitik in Deutschland benötigen, die, wie gesagt, geprägt sein muss von Humanität, von Ordnung, von Steuerung und Begrenzung. Das ist doch das Gebot der Stunde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere sozusagen neuen, unsere nochmal überarbeiteten Vorschläge zu präsentieren. Diese Vorschläge, die Ihnen ja mit unserer Drucksache 17795 vorliegen, die basieren ganz im Wesentlichen auf dem Entwurf des Bundesvorstands der CDU Deutschlands für ein neues Grundsatzprogramm. Dieses ist einstimmig vom Bundesvorstand in Heidelberg, lieber Frank Wagner als Generalsekretär, einstimmig beschlossen worden. Und darüber würde ich gerne heute mit Ihnen sprechen, denn nochmal, hier im Zentrum der Demokratie müssen wir über die besten Lösungen beraten, darüber diskutieren, und da wollen wir uns gerne aktiv mit einer Gesamtstrategie zur Bewältigung dieser Migrationskrise auch einbringen. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, erster Punkt, was müssen wir tun? Die Außengrenzen schützen. Das haben wir schon sehr häufig gesagt, denn wir müssen ja wirklich wissen und auch nochmal die Kontrolle darüber haben, wer, warum, also aus welchen Gründen auch, zu uns in unser Land möchte, wer sich bei uns aufhält, aber natürlich auch genauso, wer unser Land nochmal entsprechend verlässt. Und
Einen konkreten Vorschlag, den haben wir auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, ist das Thema Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex, also sozusagen diese Einheit ausrüsten mit Befugnissen hin zu einer echten Grenzpolizei, zu einer echten Küstenwache. Da ist offen gesagt noch viel Potenzial nach oben, da gibt es noch viel zu verbessern, und der Aufbau einer ständigen Reserve ist ja bekannt, seit 2015 sollen ja bis zu 10.000 Personen aufgebaut werden. Das ist ein erster richtiger Schritt, das reicht aber bei Weitem noch nicht aus, und deswegen sagen wir nochmal in aller Klarheit, die europäischen Außengrenzen, die müssen geschützt werden, effektiv geschützt werden, denn lieber Roland Theiss, ich glaube, das ist doch der entscheidende Punkt, nur wenn wir unsere Außengrenzen ausreichend schützen, dann sind die Grenzen innerhalb der EU, also innerhalb des Schengen-Raums auch wirklich offen, dann können wir sie offen halten, und deswegen ist das eine ganz klare Position für uns, für die wir auch bei der SPD Landtagsfraktion werben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genauso sagen wir, dass wir für ein Konzept der sicheren Drittstaaten eintreten. Was meine ich also damit konkret? Das bedeutet, dass jeder, der in Europa einen Asylantrag stellt, also Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat überführt werden soll und dort das Asylverfahren entsprechend zu durchlaufen hat. Und im Falle einer positiven Bescheidung, also im Falle einer positiven Gewährung von Asyl, soll dieser sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort auch Schutz gewähren. Das ist unser Vorschlag in der aktuellen Debatte. Dritter Punkt: Wir wollen natürlich auch Schutzbedürftige durch humanitäre Kontingente aufnehmen. Was meinen wir damit nochmal? Ich glaube, auch das haben wir in den vergangenen Debatten immer, immer sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir als Christdemokraten sind natürlich auch dem christlichen Menschenbild, also einem humanitären Umgang mit Personen, die schutzbedürftig sind, die sich auf Artikel 16a unseres Grundgesetzes berufen, denen sind wir verpflichtet. Und deswegen sagen wir, dass nach der erfolgreichen Etablierung und Einrichtung dieses Drittstaatenkonzeptes, dass wir eben dann innerhalb der Europäischen Union ein jährliches Kontingent vereinbaren müssen, wo dann natürlich unter den Staaten der Willigen, so möchte ich sie mal bezeichnen, im Rahmen von konkreten Vereinbarungen dieses Kontingent anhand eines Schlüssels auch konkret verteilt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unser Vorschlag. Vierter Punkt: Integration und Sprache. Ich glaube, es ist auch hier offen bekannt, dass wir da als CDU-Landtagsfraktion eine ganz klare Position haben. Integration hat nämlich auch eben zwei Seiten. Die muss auf der einen Seite von staatlicher Seite natürlich gefordert werden, mit entsprechenden Maßnahmen unterlegt werden, aber wir fordern sie auch ein. Wir fordern eine aktive Teilnahme der zugewanderten Menschen vor Ort bei uns ein, ein Einbringen in unsere Gesellschaft, ein Teilen und Achten unserer Wertvorstellungen und unserer Gesetze. Und um dem Ganzen eine Verbindlichkeit beizumessern, fordern wir den verpflichtenden Abschluss von individuellen Integrationsvereinbarungen. Auch das ist unser konkreter Vorschlag, um die Gesamtsituation hier zu verbessern. Ein weiterer Punkt, ich schaue zur Kollegin Jutta Schmidt-Lang, ein echter Erfolgsgarant für eine gelungene Integration ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Stefan Toscani hat das sehr, sehr oft klargemacht in den Debatten, deswegen treten wir für verpflichtende Sprachkurse ein, aber eben auch für die Reaktivierung des Programms Frühdeutsch lernen, denn unsere Kinder müssen auch bestmöglich, was das Sprachniveau anbelangt, auf die Grundschule vorbereitet werden, deswegen da auch eine ganz klare Position. Ich könnte Ihnen viele weitere Lösungsvorschläge präsentieren, verweise aber aus Zeitgründen auf unsere Drucksache. Glauben Sie mir, da stehen viele kluge und gute Ideen drin. Das ist unser Vorschlag im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, nochmal, im Rahmen einer Gesamtstrategie, diese Migrationskrise zu bewältigen und die irreguläre Migration, weil darum geht es ja im Eigentlichen, diese zu begrenzen. Und das ist auch der entscheidende Punkt, Herr Kollege Dörr. Wenn wir Ihren Antrag, möchte da gar nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil das greift nur noch mal Einzelaspekte aus, lässt aber eine Gesamtstrategie völlig außen vor. Ich glaube, wir haben da viel intelligentere, viel bessere Lösungsmöglichkeiten im Rahmen unserer Strategie. Und deswegen lehnen wir Ihren heutigen singulären Antrag ab.
mit Blick auf den SPD-Antrag, ich habe es ja gesagt, liebe Kira, das ist wirklich vom Grundsatz ein sehr, sehr guter Antrag. Da sind wir in weiten Teilen auch einverstanden und d'accord. Das können wir vom Grundsatz unterstützen. Es gibt ein, zwei offene Diskussionspunkte, da sind wir auch gerne bereit, mit der SPD nochmal drüber zu sprechen. Das betrifft die Ausgestaltung, die konkrete Ausgestaltung des Aktionsplans, aber auch eben die Ausgestaltung der genannten Beauftragtenstelle. Da wollen wir nochmal drüber reden und deswegen werden wir uns beim SPD-Antrag heute enthalten. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir als CDU stehen für Humanität und Ordnung. Beides zusammendenken, das ist der richtige Schritt. Und abschließend nur noch einmal eine herzliche Bitte an die SPD-Fraktion, aber auch eine Aufforderung. Ich habe es in der Vergangenheit oft gesagt, sage es heute wieder. Sie haben in meinen Augen oft die rosarote Brille auf. Ein Stück weit ist das auch Realitätsverweigerung. Wir brauchen wirkliche, echte und durchschlagende Maßnahmen, um die Gesamtproblematik in den Griff zu bekommen. Es reicht nicht, dort einfache Vorschläge nur ins Schaufenster zu stellen, sondern konkret ins Handeln zu kommen. Und deswegen die herzliche Bitte, Sie haben unter anderem heute, wenn Sie unserem Antrag zustimmen, sich auf den besten Weg gemacht, konkrete Maßnahmen nach vorne zu bringen. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Herzlichen Dank.